Hi zusammen, jetzt geht es wieder um unser lästiges Thema von außen kommen. Von außen kommen, habe ich jetzt schon mehrmals betont, gibt es ganz viele verschiedene Gründe, warum das passiert. Aber heute geht es jetzt um einen Denkfehler, den tatsächlich die meisten haben, weil sie ihn wieder überall gelesen haben oder weil es ihnen gesagt wird oder weil sie es mal gehört haben oder weil der Ehemann oder die Ehefrau gesagt hat, du drehst nicht richtig. Und zwar geht es darum, dass was passiert bzw. wie wird der Durchschwung eingeleitet. Die meisten denken tatsächlich, ich drehe mich in den Rückschwung und das Erste, was passiert, ich drehe mich wieder nach vorne. So, und jetzt seht ihr schon selber alleine, wie dieser Schläger sich hier bewegt. Wenn ich eine sofortige Drehung versuche zu machen, ist der Schläger sofort auf einer Außenbahn. Das merkt ihr auch, wenn ihr im Aufrechten geht. Alles, was ihr sofort dreht, es schnalzt definitiv nach vorne. Genau das Gleiche passiert eben hier auch. Wenn der Arm sich nicht senkt, beziehungsweise wenn es erstmal keine laterale Bewegung gibt, sondern sofort eine Drehung, wird der Schläger sofort auf die Außenbahn kommen. Und was passiert dann? Man muss die Arme anziehen, man muss aufstehen. Irgendwas muss passieren, dass der Schläger wieder zurückkommt. Also dieser Denkfehler, dass sofort die Drehung nach vorne passiert, der ist tatsächlich falsch. Ich mag das Wort falsch nicht, aber wenn ihr denkt, ihr müsst sofort im Durchschwung den ersten Move machen, ob das jetzt mit der Hüfte ist, ob das jetzt mit den Schultern ist, dass ihr sofort dreht, der Schläger wird immer die Außenbahn erreichen. So, jetzt habe ich euch wahrscheinlich ertappt. Ah, okay, so ist es nämlich nicht richtig. Also was wäre denn jetzt richtig? Das Richtige wäre jetzt erstmal der erste Move. Was passiert, ist eigentlich erstmal ein Umsteigen, ein Verlagern nach vorne, damit eure Hände, eure Arme auch Zeit haben, wieder in die richtige Bahn zu kommen, dass der Schläger dann wieder in der neutralen Bahn nach unten kommt. Wie nochmal? Dieses nach vorne Drehen, dieses sofortige Rotieren bringt den Schläger nach vorne. Das Erste, was passieren muss, das seht ihr jetzt von vorne am besten, dass wenn ich eine Rückwärtsdrehung mache, dass es erstmal ein laterales, also ein seitliches Schieben oder ein Umsteigemanöver ist und dann streckt sich ja auch die linke Seite weg. Das habe ich euch schon mal in dem Video erklärt, dass letztendlich die Hüftdrehung tatsächlich durch das Beinstrecken passiert, dass es eigentlich diese aktive Drehung mit der Hüfte nicht wirklich gibt. Also, ich hoffe, dass ich euch jetzt wieder ein bisschen helfen konnte und euch wieder die Augen öffnen konnte, dass diese sofortige Drehung im Durchschwung in der Tat falsch ist und dass ihr erstmal versuchen solltet, rüberzukommen. Erstmal lateral rüber auf den linken Fuß, für die Rechtshänder natürlich, für die Linkshänder auf den rechten Fuß. Und dann passiert diese ganze Geschichte nach vorne in der Rotation. Also ich freue mich natürlich auf sämtliches Feedback von euch auf Instagram, hier auf YouTube und natürlich auch auf Facebook. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß damit und bis bald. Ciao!